Der Anpassungsdruck wird erhöht. Die Überwachung wird überhöht. Ständig erhöht. Das heißt, je schwächer sich die derzeitigen Regierungen im Westen sehen oder auch fühlen, umso stärker wird der Druck. An dieser Stelle möchte ich nur erinnern an das große Manöver in den USA im letzten Sommer, also von Juli bis Oktober, Ende Oktober, Jade Helm, ein Manöver, in dem der Bürgerkrieg in den USA geprobt wurde. Ausgehend von Texas, übergreifend auf die Nachbarstaaten, hat also das amerikanische Militär und hier fällt mir jetzt schwer, das genau zu klassifizieren, JSOC, das ist also ein Spezialteil der amerikanischen Armee, so eine Spezialeinheit, die also mit dem Gesetz nicht so konform umgehen. Das ist aber nett ausgedrückt. Das sind marodierende Banden. Das sind Spezialeinheiten, die jenseits aller. Ja, ich versuche das ja vorsichtig zu machen. Ja. Also ich will mal sagen, unterstehen ja auch dem Präsidenten. Also die haben relativ freie Hand im Vorgehen. Und wenn eine derartige Truppe ein Manöver in den USA, was den Bürgerkrieg bekämpfen soll, durchspielen darf, dann verheißt das nichts Gutes. Dann heißt es, aufmerksam zu werden, aufzuwachen. Also die Übung hatte zum Zweck, quasi innere Unruhen zu bekämpfen. Genau. Heißt es denn, dass in Amerika innere Unruhen bevorstehen? Also, wie ist denn da die Stimmung in der Bevölkerung momentan? Ich hatte im letzten September ein tiefes Erlebnis. Ich segelte in den Kykladen. Und neben uns machte ein Katamaran fest und da waren zwei Amerikanerinnen und mit ihren Töchtern. Und diese beiden Damen, die waren Ende 50, die habe ich dann aufs Schiff gebeten und ihnen dann ein Glas Rotwein eingeschenkt. Und dann sprudelten die nur so. Die beiden Damen waren Schwestern. Die eine lebte in Nebraska. Und sie legte gleich los und sagte also in den USA, würde die Regierung alles tun, um den Mittelstand zu zerstören. Und sie hätte dadurch auch ihren Beruf, also ihre Arbeitsstelle verloren, hätte aber Erspartes gehabt und hätte sich ein kleines Geschäft eingerichtet. Die andere Schwester war Regierungsbeamtin in Arkansas und zwar in der Finanzbehörde, aber retired, also pensioniert. Und sie hat deutlich gesagt, sie ist wirklich überzeugt, dass spätestens in 4 Jahren in den USA ein fürchterlicher Bürgerkrieg ausbrechen wird. Also es waren einfache Frauen und das aus dem Westen, aus dem mittleren Westen, mit Aussagen, die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Und eigentlich das nur bestätigen, was ich sehe auch. Also es kann schneller passieren, als wir uns das vorstellen. Zumindest geht die US-Regierung davon aus. Man sieht es ja auch an den Vorbereitungen für solche Katastrophenszenarien, dass sogenannte Bodybags gekauft werden zu Zehntausenden, dass gewisse Züge durchs Land rollen mit Doppelstock-Gefängniswagen, dass man immer mehr Camps einrichtet, die sogenannten FEMA-Camps, das verfolge ich seit vielen Jahren schon. Also dass man innerhalb der US-Regierung damit rechnet, dass so eine Situation sich verschärfen könnte. Und wir bekommen ja nur ein gefiltertes Bild aus Amerika durch unsere Medien, da die ja von Amerika auch kontrolliert werden, unsere Medien. Aber ich weiß, dass 50 Millionen Amerikaner von Lebensmittelrationen abhängig sind. Und das ist verdammt viel. Also das sind Lebensmittelrationen abhängig sein, heißt, die Menschen haben Hunger, die können sich das Essen nicht leisten und sind gezwungen auf Wohlfahrt, das gibt es auch nicht immer. Also ein nicht kleiner Teil der amerikanischen Bevölkerung hat so einen Hals, um es mal zu sagen. Dass nach dieser Finanzkrise so viele auch ihre Häuser verloren haben. Also das sitzt schon tief, aber der US-Amerikaner ist sehr geduldig, was das angeht. Aber ich denke, wenn er mal böse wird, dann wird er richtig böse. Und könnte schneller passieren, als wir uns das vorstellen können, denke ich mal. Und dann sehen wir auch, dass die Infrastruktur marode ist. Kein Geld da, um die Straßen, Brücken, Wasserwerke oder ähnliches zu entsprechend Schulen, zu sanieren. Bibliotheken. Genau. Und klar, auch Frühstück, wenn 3 Billionen in Dollar den Kaufhäusern, in Afghanistan in den, versickern. Ja, dann in den Kaufhäusern, an den Kassen wird gesammelt für Frühstückshilfen für amerikanische Kinder. Also in Kaufhäusern, Sammelbüchsen. Also es ist da manches im Argen. Es ist aber auch kein Wunder, wenn wir denken, dass die USA
den größten Militärhaushalt der Welt haben. Das heißt, die 10 nachfolgende Länder haben weniger als die Vereinigten Staaten an alle zusammen. Militärhaushalt. Ja. Alle zusammen. Und das ist ja auf Dauer nicht zu halten. Und wenn wir bedenken, dass ungefähr die Hälfte des Steueraufkommens in die Rüstung geht, das kann ja nicht funktionieren. Okay, ja. Also irgendwann ist da eine Grenze, eine ganz natürliche Grenze erreicht, wo das Volk oder die Nation einfach nicht mehr mitspielt. Mhm.